Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Together. Ich bin hier zusammen mit dem Robin. Ja, yeah, das bin ich. Ja, Robin. Und dem Daniel. Ja, das bin ich. Der Soko. Ja, wir haben uns hier auf dem Server Anycraft GR ein kleines Haus gebaut und wollten euch das erstmal hier zeigen. Und in Zukunft werden wir auf meinem Kanal, also auf an meinen Tagen auf unserem Kanal, auf Goldfish Games, werdet ihr eine Folge sehen und auf dem bei Robin hier, der nimmt nämlich ja, auch, genau. Auch da werdet ihr dann immer auch ein paar sehen, sodass wir uns beide also, das teilen. Genau, mein Tag ist nämlich am Freitag, da bekommt ihr dann eine Folge. Und wann ist deiner? Ja, meiner ist am Mittwoch. Also boah, ich wusste es. Ja, also, ja, wir können natürlich jetzt erstmal, würde ich sagen, zeigen wir erstmal, was wir alles so gemacht haben. Ja, genau. Und danach also, vielleicht so anfangen zu bauen, oder? Ja, genau, wir gucken mal, also. Lass mal hier hingehen, dann sieht man das ganze Haus. Genau, ja, machen wir mal, ne? Weil, einfach schon, damit, weil der Anfang ist immer so langweilig und deshalb. Ja, ja genau. So, ja, also, hier sieht man erstmal so unser Haus, das wir uns so gebaut haben. Das war sehr zeit- und baumfällig. Also hat wirklich sehr viele Bäume gekostet. Wir haben sehr viele Bäume gefällt. Ja, sehr viele. Also wir haben eigentlich damit angefangen, war hier die ganze Insel voller Bäume. Die war echt, genau. Wir haben alle abgepflanzt, sodass wir richtig schon dadurch... Richtig, so wieder hin. Ja, genauso wie hier vorne. Eigentlich sah es genauso hier auch aus und dann haben wir halt dadurch schon sehr, sehr viele Bäume gehabt. Das war natürlich vorteilhaft, doch es hat nicht gereicht. Wir mussten überall neue Bäume setzen und dann uns wiederholen. Ejo. Und ja, das ist dann unser Haus. So, dann, lass mal reingehen. Ja, gleich. Lass es von innen erstmal äußerlich okay. So zeigen. Oh. Dann machen wir hier einmal kurz das. Das hier ist eine kleine Farm vom Daniel. Die ist voll hässlich geworden. Ich bin noch nicht so gut in Redstone-Sachen. Ja, der brauchte natürlich dann auch schon erstmal direkt Hilfe, ne? Also offene Schaltung, ja, das geht mir hier gar nicht, Daniel, ne? Ja, also hier. Ein bisschen klein. So, hier. Und hässlich, mit dem Kopf sieht das weit hier so. Ja, und dir die. Ja, noch besser. Also oben, ja, oben auf, ja, die Kartoffeln. Wenn ich mal aufnehme, mache ich besser. Ich krieg nicht, ja. Die Kartoffeln und Möhren, die wir, ich weiß gar nicht, ob hier auch Möhren angepflanzt sind. Auf jeden Fall haben wir die vom Zombies bekommen, sind wir sehr froh drüber. Wir haben die ganze Zeit Zombies gefarmt und dann, ja. Ich farm die ganze Zeit, auf einmal kommt er an, farmt auch, dann hat er so auf einmal. Weißt du, wie deprimierend das für mich war? Tja, immer das gleiche, ne? Ja, das war die kleine Farm vom Daniel, würde ich sagen, ne? Haben wir noch ein bisschen Zuckerrohr. Oh, ja. Kann man wie auch hier auch F1 rausgehen, sieht man euch eure Ingame-Namen natürlich auch. Ja, ja. Ja, hey. So, hier unser kleiner Golem-Freund. Wie heißt der nochmal? Der hat uns schon viele Leute. Stevie. Aha, okay, wir zeigen mal außen herum alles weiter. Stevie. Wir haben hier schon unsere eine kleine Farm zusammengebaut. Ja. Yeah. Wie ihr seht, ist da oben, sollte eigentlich ein Dach drüber kommen. Aber wir haben ein bisschen wenig Steine gehabt. Freaky, bleib mal stehen. Ein bisschen. Ja, ist Bobby, hart. Ey, so. Also, wir haben uns auch schon hier die Schweine, Schafe, Kühe und Hühner ein bisschen fortpflanzen lassen, sodass wir jetzt eigentlich genügend bald haben. Also, ich finde die Farm, die ist eigentlich schon sehr weit ausgebaut. Und hier kommen dann noch, vielleicht, weiß gar nicht, was wollten wir hier nochmal machen? Ach, Melonen und Kürbisse. Genau. Die wollen wir noch umpflanzen. Das können wir auch diese Folge machen. Aber ich würde sagen, Dingens lassen wir, also die Erntemaschine machen wir wieder separat, oder? Ja, die machen wir. Also, glaub, aber dann halt noch größer. Ja, die machen wir vielleicht auf die Farm, auf das Farmding, damit damit wir bald in der 1.5 den schönen Dropper verwenden können, weil der Dropper, der kann es ja machen, dass wir zum Beispiel können wir einfach einen Hebel umhegen, dann funktioniert alles und dann geht alles runter und dann fällt alles in den Dropper. Das wäre auch schön, oder? Ja, das wäre echt schön. Und ich hoffe ja, dass 1.5.5 bald mal kommt. Die kommt jetzt auch bald raus. Also, wenn ihr das Video seht, kann schon sein, dass sie schon draußen ist. Also, wir nehmen sogar noch eine. Ja, es kann sein, dass, ich weiß gar nicht, nehmen wir zwei Wochen vorher nehmen wir jetzt auf. Es ist Samstag. Ja, ein schöner Tag. Zeug, das alle bekommen, alle am Heulen. Ja. So, die Tür, wir sollen gucken, die wollten wir noch anders machen, ne?
Wir wollten ja auch eine Dreiertür machen mit einem mit Redstone, dass man hier irgendwo auf den Knopf drückt und dann kann man rein und die Pisten öffnen das. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil die Wand so dünn ist und so. Ja, müssen also wir mal gucken, sonst bauen wir die ganz unauffällig dicker. Ja, genau. Ja. Ja, machen wir, ne? So, dann auf jeden Fall hier unser schönes kleines Haus. Sehr eingerichtet. Sehr, sehr gemütlich, ne? Also wir haben noch nichts wirklich dran gebaut. Wolle mussten wir auch sehr lange suchen. Ja, also. Wir haben uns eigentlich eher so aufs Äußerliche spezialisiert, also Dekoration und so haben wir noch gar nicht. Nicht mal in unseren eigenen Zimmern. Doch, doch, in meinem Zimmer ist schon ein bisschen. Ja, du hast auch alles alleine gemacht. So, dann kommen wir mal zu dieser wunderschönen Wand. Das ist unsere Questwand. Da haben wir so alles mal so aufgeschrieben, was wir eigentlich das als erstes machen wollen. Genau. Enchanting Table, den haben wir. Den können wir euch gleich schon mal zeigen. Haus zu Ende bauen, ja, das ist, würde ich sagen, Dekoration und so, das würden so, wir hier ja, noch hier lassen. Strip Mining ist eigentlich so eine allgemeine Sache, dass wir einfach Diamanten und so bekommen. Und ja, das ist... Ja, das wäre ganz praktisch. Die Questwand ist eigentlich auch viel dafür da, wenn einer von uns alleine spielt, dass wir so dran erinnert, ja. Höllenbesuch haben wir genug, würde ich sagen, oder? Höllenbesuch, Alter. Ach, ja, waren wir schon. Ja, aber wir brauchen mehr Blaze Rods. Ja. Ja, okay. So, Tierfarm, die ist auch so gut wie abgehakt. Dann Essenfarm, wobei, nein, warte mal, Tierfarm, da kommt noch eine Eierfarm hinzu, die ich unbedingt bauen will. Ja, ja. Aber es ist nicht Essenfarm jetzt vielleicht unnötig, weil das haben wir ja jetzt. Ja, können wir wegbauen, ja. Ja, eine Essenfarm ist ja eigentlich, ja, nein. Das ist doch eigentlich eine automatische Farm, so von... Ja, warum automatisch? Wir haben noch Kühe und so alles. Ja, nein, so. Ja, ich finde aber ich bin Vegetarier. Vegetarier, ja. So, dann haben wir unten halt noch so Rohstoffe aufgeschrieben, die wir momentan sehr viel brauchen. Also Kies kann eigentlich weg, Kartoffeln und Karotten auch. Holz haben wir gerade auch, richtig? Haben wir auch. Eigentlich dieses, das hier, okay, Leder. Ja, Leder eigentlich auch noch für Bücherregale, aber wir wollen die Kühe noch nicht töten. Ich will keine Töte. Ey, Daniel, tu mal die Schilder wieder in die Kiste, falls wir die nachher noch brauchen. Hier, Wolle haben wir mittlerweile auch genug. Ja, Wolle. Unterwasserhaus, was? Wer hat das da hingemacht? Ich weiß nicht, warte, ich kann nachgucken. Daniel, dafür gibt's Popoklatsche. Das was? Erstmal gehört's in die Spalte rüber und zweitens... und zweitens alle Unterwasserhaus und wieso kann ich die Ender-Chest nicht öffnen? Wieso kann ich die Ender-Chest nicht öffnen? Hallo, ey, hört auf, ihr Kleinen! Wieso kann ich die Ender-Chest nicht öffnen? Hallo? Hey! Ja, okay, wir hören auf. Ja, so. Ja, wir hören auf. So, also was? Wieso kann man die Ender Chests nicht öffnen? Also ich nicht. Weil die wahrscheinlich protected. Oh, jetzt kann ich's. Hä? Auch cool. War ich nicht. Also die Ender Chests sind gecheatet, ne? Also, so. Ihr müsst wissen, die beiden sind hier Admin, bzw. Hauptadmin und ja, weil hier zu wenig Licht ist. Ja, hier, ich schreib mal was. Hier, da, genau, der ist der schon. Hauptadmin. Ja, mir gehört der Server hier nur so als Information. Das ist ein Admin und jetzt komm ich. Jetzt komm Moderator, ich. Ich bin nur Moderator. Wieso nur Moderator? Ja, nur, ja, muss man schon sagen. Beste Rang. Also. Genau, bis dritt. Oh, hier könnt ihr auch mein Skin sehen. Wir haben ich eigentlich der, sogar der zweitbeste, weil Hauptadmin und Admin haben die gleichen Rechte. Oh, ja. Also hier, guck mal, der Sock und ich, wir haben denselben Skin, ne? Ja. Beim selben Skin, das hat der Robin schön gemacht, weil der kann ganz gut Skins Made by Robski. Der Robin, ja, mein habe ich auch gemacht. Ja, also ich finde, wir sollten aber jetzt mal hier ein bisschen nicht vom Thema ablenken, sondern weitergehen. Genau, stimmt, das sollten wir echt machen. Das also. Lager. Ich bin mal einfach so jetzt ganz spontan ins Lager gegangen, das könnt ihr ruhig sagen, wer hat's gebaut? Wer hat's gebaut? Ich. Nein, ich war's. Ich war das. Ja, die Schilder stimmen noch nicht alle, die wir... Dafür habe ich das meiste abgebaut, ja. Und guckt euch das an, wir haben 15 Diamanten! 15 und keiner nimmt einen raus. Seit wann haben wir die denn? Wir haben ein paar gefahren. Wir machen erstmal ein Diamantschwert. Ja, und dann seht ihr die Smaragde. Ja, Smaragde da. Ich mach mir mal eben Diamantschwert, ne? Nein! Wo sind Sticks? Robbe nicht Diamanten. Oh, kann man wieder hier tun, die Items auch machen. Wollen wir noch sparen. Nervt gerade. Oh, Junge. Das ist unnötig, Diamantschwert ist wichtig. Und ich habe natürlich auch schön Inventory Tweaks, damit wir hier die Kisten ganz schnell ordnen können, ne? Also ja, falls ihr sich kennt, das ist das hier. Kann die ganze Zeit immer ordnen. Oh ja, ich liebe es. Oder hier Nahrung, da sieht's lustig aus. Übertreib's jetzt nicht und so. Oh, ich kann die Kürbis. Ja, ich komme. Ey, weitermachen. Ja, also das ist unser Lager. Und hier unten, das ist so ein Projekt für uns als nächstes.
hier kommt dann irgendwann der Braukeller hin. Der kommt hin. Hier. Ja, so, wobei, okay, ich finde, wir sollten ihn so ein bisschen steiniger gestalten. Ja, finde ich auch. Holz und am besten so mit Moosstein. Ich würde irgendwie Cobblestone, also keine Ahnung. So, dann gehen wir mal eine Etage höher. Hey! Wir haben hier, fangen wir mit dem Balkon an. Der ist natürlich wunderschön. Wir müssen nur die Fackeln noch setzen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Wenn immer Monster spawnen. Ja, Mate Barowski, der hat das ganze Haus fast alleine gebaut. So. Ja, und dann wir waren die ganze Zeit farmen. So, das ist das Robins Zimmer. Ein schönes Doppelbett. Schöne Bilder hier an der Wand. Wunderschön eingerichtet mit einer Lampe. Dein Ernst. Die habe ich aber wirklich erfahren, weil wir waren nämlich schon im Nether. Ja. Ja, ich war noch nicht im Nether, müsst ihr wissen. Oh, oh, oh. Windows 8 herunterfahren. Oh. Will da jemand sagen, dass er Windows 8 hat? Ja, ich habe Windows 8. Ein Kleiderschrank, ja, den finde ich jetzt toll. Robin hat noch eine dritte Etage. Das ist das Beste. Oh. Der hat eine dritte Etage. Nein, kleinen Balken. Der hat eine dritte Etage. Das finde ich jetzt gemein. Das finde ich jetzt. Da gehe ich jetzt ganz schnell aus seinem Zimmer raus. Das kann ich nicht sehen. So, Tür zu machen. Hey Daniel, du hast auch schon eine Etage, soweit ich weiß. So, das ist Daniels Zimmer. Der hat auch schon ein wenig dekoriert. Eine Jack O' Lantern. Zack. Ein Bett hat er auch schon. Oben hat er auch noch. Oh, ich finde, sein Zimmer ist eigentlich relativ groß, ne? Ja, wenn er jetzt mal meins sieht. Ist so. Das ist es. Ja, ich habe ein Bett, ne? Na, tschüss, das war's. Ich habe nicht mal eine Etage. Zimmer von uns. Deswegen habe ich auch eine dritte Etage. Ja, dafür habe ich den geilsten Ausblick, weil da ist, glaube ich, Sonnenuntergang, oder? Ja, genau. Hier ist Sonnenaufgang und da ist Sonnenuntergang. Und da ist... Ja, das beste Zimmer. Und hier bin ich der Wächter über die Tiere. Ja. Ja, du hast ja auch die Farm Ja, genau. Und jetzt gehen wir auf den Dachboden. Geil. Yay, hier ist nämlich unser Enchanting Table. Ja, Enchanting Table. Wir können sogar schon, bis 30 können wir enchanten, oder? Schon? Ich glaub nicht. Geh mal bitte Schwert oder so. Ja, geh mal bitte irgendwas. Geh mal irgendwas bitte, please. Geh mal irgendwas, ich will es auch zeigen. Ich will es zeigen. Danke. Ja. Den Helm, dein Ernst. Ja. Ja, bis 30 geht. Es ist nur, dass ich gerade keine Level habe. Hier, dein Helm. So, das ist also hier, den müssen wir noch ein bisschen weiterführen trotzdem. So, dann gehen wir mal in unser hier, wie heißt es? Dahin, wo wir immer farmen gehen, ne? Hier so Strip-Eingänge. Also, das ist peinlich. Das ist nicht peinlich. Ich glaube, das ist hier irgendwo. Nein. Oh. Das haben wir zugebaut. Ja. Da ist es. Oh, ich hab fast geschafft hier, ne? So, das ist hier. Wir haben uns hier unser ganz hier haben wir angefangen eigentlich, weil eigentlich. Wir hatten sozusagen kein Haus, kein gar nichts, sondern nur einen Erdblock-Hügel. Da haben wir uns reingebaut und der war dann irgendwie hier und dann hier geblieben. Weil, und das ist nämlich wunderschön, wir direkt das hier gefunden haben. Wir sind nämlich einfach schön hier, haben wir uns genau hier runtergegraben, hingegangen und dann kam das. Eine mega epische Schlucht. Das kann ich sie gleich zeigen, ja, weil wir haben hier eine Treppe reingebaut. Da ist sie. Doch, da war kein Diamant drin. Aber dann haben wir das gesehen. Da ist eine Mine. Da oben ist auch noch Eingang. Und dann haben wir da in der Kiste direkt einen Diamanten gefunden. Das fanden wir so super toll, dass wir uns so gefreut haben, dass wir direkt hier eine wunderschöne Treppe runtergebaut haben. Ja. Made by Soko. Ja, genau. Dann haben wir hier sind dann unsere Strip-Mine-Gänge, also 41, ich weiß ja nicht, was ihr da gemacht habt, aber was ihr gesucht habt. Also ich war das nicht. Ich war das dann nicht. Ja, direkt einen Spawner gefunden, also es ist echt unglaublich, was wir hier alles gefunden haben. Es ist zwar nur ein Spinnenspawner, aber immerhin. Und zwar, ich habe jetzt zwar keine Level, aber warte, ich will das einmal zeigen. Ja, wir haben Enchanting Bottles. Wenn man das hier macht und dann da draufklickt, dann kommen nämlich die Enchanting Bottles da raus. Das ist interessant, oder? Ich meine, ich wusste das vorher noch nicht, dass wenn man mit Rechtsklick da drauf drückt, dass da die Enchanting Bottles rauskommen und dass man dann die XP nicht mehr hat. Also nur noch Enchanting Bottles drin. Das fand ich sehr interessant. Ja. Ja. Dann geht's hier dann noch runter zu einem Strip Mine gegen, aber die wollt ihr nicht sehen. Obwohl, wir haben irgendwo haben wir zwei Spawner nebeneinander gefunden. Ja, das genau. Das Skelett episch. Und Zombie Spawner, das war super geil.
daher haben wir auch noch einen Enchanting Box. Dann haben wir alle drei Spawner, ne? Ja, na. Wo hattest du die eigentlich? Hier ist das, hier ist das irgendwo. Ich meine, das hat 200 irgendwas rechts gesehen, also wenn auf noch ich hatte das gefunden, ne, oder? Ja, das hattest ich du muss mir noch Ja, das hattest du gefunden. Ich habe keinen vergessen Waypoint zu machen. Ob ich das jetzt finde, ich denke mal nicht, aber ich gehe mal ganz hoffnungslos dahin. Oh. Hast du gefunden? Ich laufe gerade hin, aber ich habe einfach so einen verdammt langen Gang gehabt. Ja, hier sind überall Schluchten. Oh mein Gott, wie lange habe ich gegraben? Ja, ihr seht, wenn mir mal langweilig ist, beziehungsweise wenn man mal krank ist, dann... Boah, Tischler stupst mich gerade an, ne? Boah, Tischler, die geile Sau. Ja, die macht ja auch mit. Aber nicht hierbei. Nein, aber nicht hierbei. Nicht hierbei. Könnt ihr mal kommen, habt ihr Essen dabei? Ich habe jetzt in die Nahrungskiste getan, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Aber hier irgendwo ist das jetzt, das weiß ich noch. Ungefähr, glaube ich, oder? Oh Junge, der nervt langsam echt, ey. Warum muss der mich jetzt... Wow, Fehler drauf. Bin mal eben kurz weg, ja. Ich sag dir das eben, sonst nervt der dich noch. Ja, okay. Ja, ich glaube, hier ist das, oder? Habt ihr eine Spitzhacke? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, hier ist das. Ja, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Genau da ist das. Da, man hört's auch schon. Ich hab nix. Habt ihr irgendwas? Wir sind jetzt nicht ganz ehrlich planlos. Oh mein Gott, sind wir schlau. Ist meine Brightness irgendwie unten? Mach einfach Slash Homebed. Ne, Helligkeit ist hoch. So. Nein, Homebed, das ist aber Cheaten eigentlich. Ich habe aus Versehen eine Holzspitzhacke gefunden. Oh scheiße, ich habe aus Versehen Homebed eingegeben. Ja, mach mal kurz auf, Daniel, damit wir sehen können. Du bist jetzt ehrlich Game-Mode, oder? Dafür gibt's Popoklatsche. Ey, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Mach mal auf, einmal zeigen. Ich glaube, hier war zunächst der Zombie-Spawner, ne? Zombie-Spawner, oder? Guck mal, da ist der Zombie-Spawner, ja. Wir haben da auch verbunden. Ich weiß gar nicht, wo ist denn unser Verbindungsstück? Genau hier oben, ne? Genau da hinten, da wo es mit Erde, wo der Erdhügel ist, da ist sozusagen der... Oh, siehst du, da kommt ein Skelett. Das Skelett nämlich, weil da oben ist der Skelett-Spawner. Das ist wunderbar, ne? Also so viel Glück muss man erstmal haben. Da müssen wir eine Falle auf jeden Fall hinbauen. Also, und einfach, weil ich zu faul bin, um zu laufen. Sorry, wenn wir jetzt... Das ist ein kleines Gecheatere, aber mehr machen wir auch nicht. Wir wollen einfach unser Home... Und mein Homebed wurde blockiert. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Ja, weil ich das Bett abgebaut habe und in dein Zimmer gesetzt habe, weil du noch keins hattest und wir alle eins hatten. Ach, dann tippe ich mich zu Robski. Ja, geht nicht, ich bin Vanish. Warte, ich mach mich kurz Vanish raus, weil... Hier seht ihr dann auch schon mal den Spawn von so, jetzt kannst du reinkommen. Los. Ich glaub, mach nochmal einen Service. Hier ein Server-Show. Oh. Ja, mach ich mal einen Server-Let's-Show. Ich will das machen. Ich will das machen. Das ist mein Server. Ja, deswegen kannst du das nicht machen, du bist parteiisch. Ich bin was? Du bist ja parteiisch. Hol ich mir erstmal Sachen aus dem Lager. So, und ich kann noch mal kurz zeigen, was wir in der Kiste gefunden haben da. Hier, ne, hier ist speziell. Nur noch mal zur Information. Ja. Wird doch in der Videobeschreibung stehen. Ja, das ist, ja, das wird zwar stehen, aber ich finde das gerade mal nicht schön, was du gemacht hast. Oh. Ja, das ist echt nicht nett. Warte mal. Echt nicht nett. Schleichwerbung. Das kann ich nämlich auch nicht machen. So, ich wollte eben zeigen, was wir gefunden haben. Und zwar Verbrennung 2, das ist... Ey, aufhören, nein. Böse. Verbrennung 2, das ist... ist das bei Schwert oder Bogen auf jeden Fall. Das ist bei Schwert, Plünderung, das ist sehr schön. Haltbarkeit ist... Ja, hier, Spitzhacken und so. Schutz sollte auch klar sein. Atmung ist ja Helm. Und Effizienz 5 ist super. Hier eine Schallplatte, okay, ja, warum da Leben da drin ist und der Zaun, der geht da nicht rein. Wie lange nehmen wir denn eigentlich schon auf, Fuki? Wir nehmen, glaube ich, schon um die 20 Minuten auf. Also ein etwas längerer Part. Wollen wir vielleicht nicht mehr hochladen? Wir machen jetzt mal hier Schluss, weil es einfach schon, weil wir einfach nicht länger hochladen können. Und weil es sonst zu lange für mich zum Rendern auch wird. Von daher sagen wir mal an dieser Stelle Tschüss, oder? Also... Ich würde sagen, ich glaube, ihr habt hier alles gesehen, was wir gemacht haben. Also mehr sind wir leider noch nicht zugekommen.
In der nächsten Folge dann beim Robin werden wir, glaube ich, dann auch schon mal ein bisschen arbeiten. Und genau. Ich denke mal, da wird es um den Braukeller gehen. Da denke ich mal, werden wir auch nochmal in die Hölle gehen. Wo ist eigentlich unser Höllenportal? Das ist eine schwierige Geschichte. Erzählen wir nächstes Mal. Erzählen wir nächstes Mal auch den anderen, damit die es dann wissen. Genau. Okay. Dann denke ich mal sagen, bis demnächst. Tschüss. Bis dann.